Guten Tag. Um mich etwas vorzustellen, möchte ich den knappen Text von dem Buch, aus dem ich lesen möchte, dazu vorlesen. Da heißt es: Burkhard Tom Buch, M.A., geborener Tom, geboren 1957, Erzieher, Sozialarbeiter und Erziehungswissenschaftler. Aktivist, Literat, ehrenamtlich aktiv. Ex-Fallmanager im Jobcenter, lebt in Ludwigshafen am Rhein, eine Stadt, die als arm, verschuldet und nicht gerade sexy gilt. Obwohl noch dort der Hauptsitz des größten Chemieunternehmens der Welt angesiedelt ist, die BASF. Der Abschnitt, den ich lesen möchte, der handelt sich um das Thema Hartz IV und spielt auch hier in Karlsruhe. In dem Buch kommen aber einige Themen mehr vor. Deswegen möchte ich vorab auch da noch kurz den Klappentext lesen. Also das Buch. Spätestens als er selbst grundlos sein Auto in Flammen aufgehen lässt, weiß Thomas Bloch, dass etwas geschehen muss. Die Auseinandersetzung mit seiner Suchtkrankheit bleibt aber nicht der einzige Stolperstein für ihn. Als kleiner Bruder der 68er-Generation führt sein beruflicher Weg als Sozialarbeiter ihn in die Position eines Fallmanagers im Jobcenter. Die Erkenntnis, dass er dort Menschen nicht wirklich beraten und helfen, sondern diese kontrollieren und strafen soll, ruft nach nur wenigen Jahren ein erfolgreiches Mobbing durch seine Vorgesetzten hervor. Schließlich stehen noch eine Krebserkrankung und zuvor das Ende seiner Ehe auf dem Programm. Letzteres aber nicht aus den üblichen Gründen, wie ihm klar wird. Sein Arbeitgeber zwingt ihn letztendlich in die Rolle des faulsten Sozialarbeiters Deutschlands. Und noch weitere Kämpfe ganz anderer Art schließen sich dem an. Aber ist er deswegen wirklich am Ende? Oder wird die Saat der Niederlagen aufgehen und Früchte tragen? Also soweit der Klappentext. Das Kapitel, aus dem ich jetzt eine Stelle lesen möchte, heißt Hartz IV, die ethische Katastrophe. Thomas Bloch war am Ende. Der Kampf war fast vorbei. Ein Schlag nach dem anderen knatschte in sein Gesicht. Mit dem 30. fiel er hinterrücks auf den Rasen, sprengte aber noch seine Handfesseln und holte die beiden Herzsteine hervor. Sie entglitten seinen Händen und die Aufschriften wurden sichtbar. Solidarität, wir vermissen dich. Und Menschlichkeit, wir vermissen dich. Las man dort. Dann lag er still auf dem Boden und sein Kopf sank zur Seite. Er hatte gewonnen. Es war natürlich nicht sein Sieg allein. Andere hatten in der ersten Reihe gestanden.
aber eher so aktiv wie irgend möglich hinter ihnen. Jens Petermann, Richter am Sozialgericht in Gotha. Inge Hannemann, ehemalige Fallmanagerin im Jobcenter Hamburg-Altona. Harald Thome mit seinem Verein Tacheles. Und einige andere Namen, wie der des Hartz-IV-Empfängers Ralf Böß und des zwangsweise exmatrikulierten Studenten der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit, Marcel Calvas, waren hier zu nennen. Es war ein Novembertag im Jahre 2019. Der 5.11.2019, um genau zu sein. Und der Ort war Karlsruhe, der Sitz des Bundesverfassungsgerichtes. Seit dem 01.01.2005 hatte das Sozialgesetzbuch II, SGB II, gegolten. An diesem Tage aber wurden einige seiner wesentlichen Bestimmungen durch das höchste Gericht der Bundesrepublik als verfassungswidrig abgeschafft. Fast 15 Jahre lang war es möglich gewesen, arbeitslose Menschen, die im Umgang mit dem Jobcenter Fehler machten, gleich ob angebliche oder tatsächliche, unbarmherzig zu strafen. Der sogenannte Regelsatz galt als Existenzminimum. In 2019 betrug er für Alleinstehende 424 Euro. Monatlich. Lebten mehrere Personen zusammen, gab es weniger. Schon Jahre vorher hatten Wohlfahrtsverbände errechnet, dass dieser Satz zu niedrig war. Die Forderungen, um wie viel zu erhöhen sei, lagen bei etwa 100 bis 150 Euro. Es waren jedoch jederzeit Kürzungen möglich. Um 30%, um 60% und um 100%. Inklusive der angeblich angemessenen Miete und der Krankenversicherung. Die Menschen wurden ins Nichts gestoßen. Für jede Geldstrafe braucht es ein Amtsgericht, einen Richter oder eine Richterin, und Ziel dieser Sanktion ist es aber dabei nur, den Betroffenen für einen bestimmten Zeitraum bzw. für ein bestimmtes Maß in seinen Konsummöglichkeiten einzuschränken. Im Falle des Sozialgesetzbuches aber entschieden einfache Sachbearbeiter darüber, auch wenn diese vornehmerweise Fallmanager oder Integrationsfachkräfte genannt wurden. Die Kürzungen blieben starr für 3 Monate bestehen, egal wie der Betroffene sich in dieser Zeit verhielt. Härtefallregelungen gab es nicht. Lediglich die unverbindliche Möglichkeit war geschaffen worden, dass auf gesonderten Antrag in geringer Höhe Lebensmittelgutscheine ausgegeben werden durften.
Damit hatte das Bundesverfassungsgericht nun aufgeräumt. Nicht vollständig, nicht umfassend, aber in den massivsten und bedrohlichsten Teilen durchaus. Das war ein Sieg der Menschlichkeit, der Humanität und, ja, auch einer Lerngerechtigkeit. Deutschland ist ein Staat von etwa 200 auf der Welt. Und es ist im Ranking, der Wohlhabenden stets in der Top 10 vertreten. Und in den meisten Jahren war in der oberen Hälfte dieser ersten 10. Thomas lag noch einige Sekunden auf dem Boden. Sein Stirnband trug die gut leserliche Aufschrift Grundgesetz. 30 Schläge ins Gesicht hatte er soeben erhalten, bevor er zu Boden ging. Von einer Aktivistin aus Berlin, die ebenfalls ein Stirnband trug, dieses mit der Aufschrift Justitia. Sie war in ein reines, weißes Gewand gekleidet. Die Augen hatte sie aber nicht verbunden. Dafür trug sie jedoch eine große und massive, vergoldete Kette um den Hals. Ihr Schwert der Gerechtigkeit war übersät mit Werbeaufklebern für die Bildzeitung. Und ihr zweites Handwerk, die Bankenwaage, hatte sie schon zu Beginn dieser ohrfeigen Performance in den Staub geworfen. Sie umrundete nun noch einmal das jetzt ebenfalls im Dreck liegende Grundgesetz und entfernte sich dann mit einer wegwerfenden Handbewegung. Thomas hatte am Anfang der Aufführung vor dem Gerichtsgebäude kurz über das Urteil berichtet und erklärt, er sei zu dumm zu verstehen, warum ein ohnehin kleingerechnetes Existenzminimum noch immer und jetzt sogar offiziell verfassungsgemäß um 30% gekürzt werden durfte. Diese Botschaft vermittelte auch eine große Aufschrift, weiß auf schwarz, auf seinem T-Shirt. Jedes Prozent Sanktion, ein Schlag ins Gesicht des Grundgesetzes. Denn immerhin, in dem hieß es doch, meinen Grundrechten in Artikel 1 Absatz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Thomas und andere Fachleute hatten das Urteil, so wie es verkündet worden war, meiner relativ exakt vorausgesehen. Daher hatte er diese Performance geplant, vorbereitet, finanziert und durchgeführt. 3 Aktivistinnen und ein Aktivist waren im Laufe der Vorbereitungen dazugestoßen und unterstützten ihn aktiv. Andere halfen im Hintergrund im Rahmen ihrer Möglichkeiten bei der Bekanntmachung der Aktion mit Flugblättern, Informationen der Medien und so weiter. Das Ganze kostete ihn
ihn im Endeffekt unterm Strich etwa 500 Euro. Es gab anschließend drei Interviews mit ihm, zwei mit Kamera, eins mit nur Ton. In den gängigen Medien und im Internet fand sich später allerdings kein einziges davon. Seine Crew hatte allerdings auch selbst gefilmt und so konnte er zumindest privat eine Dokumentation auf YouTube einstellen. Diese erzielte im Laufe der nächsten Jahre immerhin fast 1500 Zugriffe. Es war ein Sieg, zu mehr als 70%. Denn zu dieser Beschränkung kamen ja noch weitere Auflagen an die Jobcenter hinzu. Härtefallregelungen, keine starre Sanktionsdauer und ähnliches. Das hatte es zuvor ja leider alles nicht gegeben. Durch die Performance wurde außerdem klargemacht, dass man jetzt eben nicht eine Flasche Sekt köpfen und dann wohlgemut nach Hause gehen würde. Der Kampf würde weitergehen. Ein Existenzminimum kann man nicht kürzen. Dankeschön.